Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und das ist mein üblicher Vorspannbeispiel, die in Deutschland USK 18 bewertet wurden oder vielleicht zusätzlich sogar noch indiziert. Das ist No More Room in Hell. Das hat gar keine Bewertung bekommen, weil das eine Standalone-Mod ist, eine Free-to-Play-Standalone-Mod in Steam. Jetzt ist es aber so, dass Half-Life 2, auf dem Spiel basiert die Mod, eine USK 18 Einstufung bekommen hat und es ist ja jetzt nicht irgendwie Watteballmäßiger geworden in No More Room in Hell, sondern es ist eine Zombification, ja, eine Mod, in der er sich darum zieht, Zombie-Horden wegzusplattern. Jetzt ist es krafteigene Arroganz so, dass ich jetzt einfach mal, obwohl es keine Einstufung hat, trotzdem hier einen Vorspann davor setze. Ja? Einfach ja, in dubio. Ja? So sind wir alle auf der sicheren Seite, gell? Erschrickt sich jetzt keiner. Gut. Mal ganz ehrlich, das basiert auf der Grafik von Half-Life 2. Das ist jetzt wie lange her? 10 Jahre? Da erschreckt sowieso kein Mensch mehr. Das ist etwas hölzern von der Grafik. Ist aber wurscht, ja. Ich habe es hiermit kundgetan. Ihr habt es gehört. Wir frohlocken. Und damit wünsche ich euch viel Spaß im Video. Bis gleich. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in No More Room in Hell. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. So, das ist eine, wie man so schön sagt, Zombification. Also es ist eine Mod, in der es um Zombies geht. Und zwar ist das eine Mod für Half-Life 2. Und das Schöne daran ist, dass es eine Standalone-Mod ist. Das heißt, ihr müsst Half-Life 2 nicht mal installiert haben. Ihr könnt das direkt bei Steam im Shop suchen, finden und saugen. Und das ist eben eine der schönen Traditionen von Valve, dass sie Modder quasi integrieren, wenn eine Mod erfolgreich ist. So gesehen natürlich bei Counter-Strike. Ja? Wenn das vielen Spielern so gar nicht mehr bewusst ist, Counter-Strike war mal eine Mod. Ja? So, No More Room in Hell. Dann gucken wir mal. Oh, wie nett. Herzschlag. Wenn ihr es nicht erkannt habt. Wieso bin ich eigentlich hier? Eigentlich wollte ich diese Runde jetzt mal zu einem zügigen Ende führen. Ja, ich weiß, da muss ich selber lachen und muss deswegen husten. Ja, aber es hat ein Clan-Member gemeint, so, hier, yeah, das musst du dir mal angucken, das können wir vielleicht zusammen spielen oder so. Und ich habe das erst nicht gecheckt, dass das eine Standalone ist. Ich habe also erstmal geschmeidig Half-Life 2 runtergeladen, habe dann gedacht, oh Gott, wenn ich Half-Life 2 eh schon installiert habe, kann ich das eh schon längst überfällige Video zu Half-Life 2 machen. Gut, Half-Life 1 habe ich auch noch nicht, der kommt auch noch. Nichtsdestotrotz, nichtsdestoweniger, habe ich dann relativ schnell gecheckt, ah nee, brauche ich ja gar nicht. Ich kann das auch so saugen und dementsprechend nun auch hier. Ja? Also ich werde nachher... ja, heute konnte ich ein bisschen früher in den PC, wenn mein Clan, beziehungsweise wir sagen ja mittlerweile Ordensmitglied da ist, das wollte, dass ich das installiere, wenn wir das vielleicht ein bisschen zusammenspielen, weiß ich nicht genau, ob ich das mitschneide. Jetzt aber erstmal völlig in Ruhe, völlig tiefenentspannt, mal ein Video. Ja? Ich habe das Spiel noch nicht vorher nicht gespielt. Das ist ein Charakter-Select. Aha, das ist also quasi mit auf Zufall gestellt. Ja, ist in Ordnung. Okay, es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Ja, bietet sich an, gell? So wir meinen, wo ein paar Leute noch sind, gell? Sag mal. Ja, aber der Ping ist echt unterirdisch. Da wird es langsam. Was macht man das anders? Okay, der mit dem besten, der mit dem besten Ping. Ja, ja. Gut. Um es mit den Worten des Großwildjägers aus Jumanji zu sagen. Gott. Das sagt er, wenn er in diesen Supermarkt unter dem von dem Jungen da mit dem Schlauchboot platt gemacht wird. Also umgeworfen wird. Beziehungsweise wenn er sich wieder aufrappelt, sagt er das dann. Dum-dum-dum. I've only got one mag. I got three loads left.
Need a little help? The student is still with gun. So, ich habe mal den Sprachchat ausgemacht. Ich brauche das Geschwätz nicht die ganze Zeit. Gut, also die Half-Life 2 ist auch das Spiel definitiv nicht für Kinder geeignet. Und offensichtlich kann ich nicht eine laufende Runde anfangen. This is Hurricane 8-8, inbound with FEMA supply drop. Map grid 2940. Okay, jetzt bin ich eingestiegen. Gott. Gut. Dann holen wir uns mal eine Knarre. Magazines left. So, dann gehe ich mal Richtung Haus. Ah, Nahkampfwaffe. Nehmen wir mit. Zeke's at map grid 3184. Strike 313. Contacted zones momentarily out. Das finde ich eine glorreiche Idee mit der Leiter. Komm, Pole, mach mal Platz da. Das ist Europa, da ist für alle Platz. Ja. Ja, verschwendet ruhig Munition. Super Idee. Oh. Ich sehe überhaupt keine Zombies, aber ich sehe da eine Knarre liegen. Remaining.
dauert aber lange zu überlegen. Der Pol hat mich gerade erschreckt mit seinem Messer. Ich kann den nicht leiden. Wir haben 2 Magazines left. I got 2 mags remaining. Tja. I got 3 mags left. I got 1 mag remaining. Hostile contacts moving west northwest at grid 30019er. Contact imminent. Out. Ich hätte gerne eine andere Knarre, eine Automatik. So ein Jagdgewehr. Oh, da liegt ein Uzi. I got 2 mags remaining. Der kam zuletzt relativ schnell zum Fenster rein, gell? Gerne MP. Aber wenn man damit offensichtlich kein guter Schütze ist. Two mags left.
Ja, mit der Schippe ist letztlich keine gute Idee. Shit, I'm out of mags. Na toll. Ohne Muni wäre das ja ein Spaß. Denn wackelt noch einer, glaube ich. I got one magazine remaining. Nee, das ist nur Feuer, das da brennt. Multiple contacts moving to intercept. Grid mark 2, 9, 8, 3, +2, +2. Multiple contacts approaching zones at 2, 8, alpha. Do your best to hold out. Also ohne Munition wäre das jetzt irgendwie heiß. I got one mag remaining. Das sieht auch schon nicht mehr so gut aus. I got one mag left. So, aber ich denke, das reicht. Okay, es ist ein wir metzeln lustig Zombie-Spiel mit der Grafik von Half-Life 2. So viel habe ich verstanden. Das, der Hauptfeind sind nicht die Zombies, sondern der Munitionsmangel. Auch so viel habe ich verstanden, aber das ist ja oft mit Zombies so. Okay. Ja, wow, ist Geschmackssache, gell? Wenn man auf sowas steht, so Zombie-Wellen wegmetzeln, oh, für mich ist das jetzt nicht so abendfüllend. Aber die Geschmäcker sind verschieden, das ist auch gut so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Es geht nicht darum, Monty glücklich machen, Archiv, sondern das heißt in Fact der Games Archiv, weil es darum geht, möglichst viele Spiele und Mods darin aufzunehmen, sodass eine schöne Auswahl vorhanden ist, dass wenn jemand auf einer Suche nach einem Game ist, da drin was findet. So viel also dazu. Das ist also ein Free-to-Play-Spiel auf Steam. Das habe ich, glaube ich, am Anfang ein bisschen verpeilt zu sagen. Aber ich dachte, das wäre so irgendwie so drin, weil Mod ist irgendwie immer free, weil es sei denn, so, weil, egal. So, so sieht's aus, so spielt man es, denke ich. Ich sehe da jetzt verschiedene Maps, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich das Spielprinzip so tiefgreifend und tiefschürfend ändert, nur weil ich auf einer anderen Map bin. Ne? Man spielt im Coop gegen Zombies, offensichtlich. Ja, so viel dazu. Ich gehe jetzt ins nächste Spiel weiter. Euch wünsche ich was. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.